Hallo allerseits, willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Meng Yu. In unserem heutigen Video gibt es zwei Schlüsselwörter, also Kindheit und Essen. Egal mal in welchem Land aufgewachsen sind, verbindet man immer bestimmtes Essen mit seiner Kindheit. Aus diesem Grund habe ich eine schöne, gute Freundin von mir eingeladen. Hallo Kathi! Hallo allerseits, ich heiße Kathi. Kathi, woher kommst du? Aus welcher Stadt? Ich komme aus Deutschland, aus einer kleinen Stadt in Ostfriesland. Das liegt im Nordwesten Deutschlands. Vor ein paar Tagen haben wir beide über unser Lieblingsessen in der Kindheit gesprochen und dann festgestellt, dass es viel Essen gibt, von dem wir noch nichts gehört haben. Deswegen haben wir heute ein paar schöne Snacks aus unserer Kindheit mitgebracht und wir werden es so gegenseitig probieren und bewerten. Wir werden Noten geben, zum Beispiel 1 zu 10, 1 für schlecht und 10 für super. Also Kathi, bist du schon bereit? Natürlich, und ich glaube, nach heute wirst du deutsche Snacks lieben. Also sei bloß nicht so zuversichtlich. Fangen wir jetzt an. Ich habe heute etwas ganz Besonderes für dich mitgebracht. Oh, lass ich mich überraschen. Was ist das? Das sind Reiswaffeln. Reiswaffeln? Ah. Wir haben die Reiswaffeln als Kinder super gerne gegessen, weil sie nicht zu süß sind. Und unsere Eltern haben uns vor allen Dingen auch gesagt, okay, iss ein paar Reiswaffeln, du hattest schon zu viele Süßigkeiten. Ich finde, diese Packung sieht schon sehr gesund aus, oder? Die Packung sieht sehr gesund aus. Ich probier mal. Probier mal. Und? Ich verstehe erst, warum es sehr geeignet für die Kinder ist. Ja. Der Geschmack ist nicht so stark und ein bisschen salzig. Und man kann auch die Süßigkeit, die ursprüngliche Süßigkeit des Reis, also spüren. Es schmeckt sehr, nur, also sehr ursprünglich. Und vielleicht kann ich diese Runde gewinnen. Die chinesische Version ist auch, es handelt sich auch um Reiswaffeln. Es heißt Wang Wang Xue Bing. Xue heißt Schnee auf Chinesisch, weil ich zeige euch gleich, der Zuckerguss auf der Oberfläche ist so wie Schneeflocken aussehen. Ja. Leckerer als das. Man hat das Gefühl, oben ist es süß und unten ist es salzig. Ja, genau. Schmeckt? Ja, gefällt mir. Also, jetzt, vielleicht sollen wir uns Noten geben. Ja. Also, ich glaube, für diese Runde, du wirst mit Sicherheit gewinnen. Also, ich gebe dem definitiv 7 von 10 Punkten. Schon 7? Ja, also es ist wirklich mein. Ich mag das sehr gerne, diesen Geschmack. Und ich werde vielleicht 6 Punkte geben. Es ist sehr gesund, aber ein bisschen langweilig als Snacks, oder? Diese Runde ist also Wettbewerb für eingelegtes Obst. Ich habe heute eingelegte Pfirsiche mitgebracht. Es ist also Kindheitserinnerung für viele Chinesen, besonders für die Kinder aus Nordostregion Chinas. Wie schmeckt das? Süß. Sehr süß. Sehr süß. Sehr süß. Sogar fast süßer, als ich die kenne. Also bei uns sind die auch süß, aber es ist eine wichtige Kindheitserinnerung für viele Chinesen. Manche glauben, dass es sogar Erkältungen heilen kann. Aber ich glaube, die spirituelle Trost eine größere Rolle spielt. Ich habe etwas mitgebracht, das ich wirklich, das ist das, ich glaube, damit verbinde ich meine ganze Kindheit. Ich? Und meine Mutter hat von klein auf uns immer Obstkuchen gemacht oder Obstboden. Und wir haben, weil wir alle bei uns in der Familie, wir alle lieben Sauerkirschen. Ich probiere mal. Du kannst erstmal einen nehmen. Probier mal. Das schmeckt sehr gut. Das ist gut, oder? Ja, süß, sauer, aber nicht so süß. Eigentlich normalerweise benutzen wir die auch für die Schwarzwälder Kirschtorte.
weil es einfach einfach sind. Das sind ja quasi eingelegte Kirschen und dadurch eignet sich das, die in dem Kuchen oder in der Torte zu benutzen. Und außerdem harmonieren die super gut mit der Sahne. Ich werde also 8 geben. Sehr gut, ich wusste und es. Dies? Ich würde dieses Mal nur 6 geben. Nur 6, weil es zu süß ist. Ach so. Weil es definitiv zu süß für mich ist. Es gibt seit 1994 eine Werbung von Knoppers und das ist, ja, und die bleibt einem wirklich im Gedächtnis. Und zwar geht es in der Werbung darum, was machen die Deutschen um 9:30 morgens? Um 9:30? Warum um 9:30? Ich verstehe das nicht. Ich weiß es auch nicht genau, aber ich glaube, das liegt daran, dass es vom Frühstück schon ein bisschen her ist, aber bis zum Mittagessen immer noch ein bisschen dauert. Ach so. Das heißt, mit Morgenessen, oder was? Ja, so ein bisschen wie ein kleines Frühstückchen. Probier's. Du wirst es lieben, ich sage es dir. Es schmeckt sehr lecker, es ist süß und der Geschmack ist sehr gut. Man kann die Schokoladefüllung, den Haselnuss spüren und auch die Waffel schmeckt auch sehr gut. Ich bin mir auch nicht so sicher, ob so etwas in Deutschland gibt. Es heißt Crispy. Aber als ich kleiner war, ist das meine Lieblingsschokolade. Was genau ist das? Also es ist Schokolade, aber in der Mitte ist knuspriger Reis. Ah, okay. Hm? Lass mich mal. Du kannst es sogar in 2 brechen. Mhm. Schmeckt es? Ist gut. Ich muss ehrlich gesagt sagen, das kommt mir ein bisschen vor wie. Wir haben auch eine ähnliche Schokolade, die auch so Stückchen drin hat. Also stimmt so ein bisschen wie Rittersport? Ja, ich mag Rittersport mit Cornflakes oder was. Es schmeckt sehr ähnlich, oder? Also wenn ich das jetzt vergleichen muss, diese Schokolade mit dem Knoppers, ich glaube immer noch, dass Knoppers leckerer ist. Wie viele Noten? Ich würde dem 7 Punkte geben. 7 Punkte, das ist schon sehr hoch. Ja. Und für Knoppers vielleicht auch, ich werde 8 Punkte geben. Es ist sehr lecker, aber es ist für mich eine Kindheitserinnerung. Die Erinnerung ist immer wichtiger für mich. Es heißt Mai Li Su auf Chinesisch. Es ist eigentlich Schokoladebonbons und mit milchpulverartigen Füllung und Schokoladen überzogen ist. Es ist sehr günstig. Als ich kleiner war, kostet es nur vielleicht ungefähr 50 Cent Renminbi. Das sind nicht mal 10 Cent, also in Euro. Ja, das ist wie günstig. Ja, sehr günstig. Okay, also es sieht aus wie ein Schokobon aus. Mal schauen. Ich probiere einfach mal. Sehr knusprig. Sehr süß. Ja, sehr süß. Sehr süß. Es ist eigentlich nicht so gute Schokolade. Sehr, sehr süß. Eine sehr wichtige Kindheitserinnerung für die Leute, die 1990er oder 80er Jahren geboren sind. Das ist eine sehr schöne Erinnerung für die Schulzeit. Ah, okay. Ich habe meinen absoluten Favoriten. Ich mache das jetzt einfach mal auf. Also, und wir sagen dazu im Deutschen gerne der Blombenzieher. Das ist wirklich mein Favorit. Es ist auch eigentlich auch ein Schokoladebonbon. Ja, es ist wie ein Schokoladenbonbon. Sehr lecker. Es ist Haselnuss. Es ist die Haselnuss, genau. Und du siehst halt, es ist sehr klebrig. Und es bleibt wirklich an den Zähnen hängen. Draußen ist eigentlich Toffee. Es ist genau. Nicht Schokolade also überzogen. Genau, genau, genau. Und drin gibt es Haselnuss und Schokolade. Ja, der Geschmack ist sehr gut. Jetzt Noten geben? Ja. Also ich würde dem wahrscheinlich 8 Punkte geben, weil du mir gesagt hast, dass es halt wirklich kindertagemäßig was ist. Und dass wirklich, dass die Leute eben das wirklich mit ihren Kindheitserinnerungen verbinden. Ja.
Und es ist süß. Ich kann verstehen, warum Kinder es lieben. Deswegen würde ich dem 8 Punkte geben. In China und Deutschland gibt es eine Süßigkeit, die ganz gleich ist. Also in China heißt es QQ-Bonbons. Und in Deutschland Gummibären. Die chinesische Version ist eigentlich Gummifrüchtchen. Ja, es gibt sehr viele Geschmacksrichtungen. Kathi, was möchtest du mal probieren? Ich glaube, ich möchte die Weintrauben probieren. Weintrauben? Ja. QQ. Es ist sehr weich. QQ auf Chinesisch heißt sehr weich. Sehr weich. Ja, probier mal. Wie schmeckt das? Wie Gummibären. Ja, ganz genau. Das ist sehr gleich und Gummibärchen kann ich schon sehr gut. Jeder isst irgendwie Gummibären. Deswegen steht ja auch auf der Verpackung, Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso, ne? Ja, und jetzt Noten? Ich würde sagen, also Haribo oder jetzt eben die QQ Tang vielleicht 7 Punkte. 7 Punkte so hoch? Vielleicht 6 Punkte beide für mich, okay. Weil es nicht so überraschend für mich ist. Also ich glaube, unser Wettbewerb ist unentschieden ausgegangen, oder? Genau, die Erinnerung unserer Kindheit ist immer wichtiger als das Essen. Definitiv. Und eigentlich gibt es auch noch viel mehr, was ich dir gerne vorstellen würde. Ich war letztens in einem internationalen Supermarkt und ich war verwundert, wie viele Sachen ich hier in China bekommen kann, von denen ich eigentlich dachte, dass ich die in Deutschland kaufen muss. Ich bin auch sehr neugierig. Was sind Ihre eigenen Kindheitssnacks? Gibt es andere Empfehlungen für uns? Hinterlassen Sie gerne uns auch Kommentare unten in diesem Video. Das ist alles für heute. Danke fürs Zuschauen. Tschüssi, bis zum nächsten Mal.